Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Knights of the Old Republic. Im letzten Part haben wir uns hier ein bisschen am Waldboden umgeschaut, haben hier diese Cherka-Leute getroffen, haben auch Julie, diesen, ja, pensionierten Halbjedi, nenne ich ihn mal, gefunden. Und der hat uns gesagt, dass wir diese Cherka-Leute, die hier als Wilderer tätig sind, vertreiben sollen. So, dann sind wir hierher gekommen, haben uns ein bisschen mit den Cherka-Leuten unterhalten und die haben uns gesagt, dass ein paar ihrer Leute verschwunden gegangen sind. Meine Idee ist jetzt, dass wir diese Leute finden, deren Code quasi klauen, oder vielleicht sind sie schon tot und wir können uns den Code von ihren Leichen, okay, Code von den Leichen klingt irgendwie ein bisschen ekelhaft, aber also die Zahlenfolge von den von den Leuten sozusagen klauen und dann könnten wir die Schallgeräte ausmachen. Das ist jetzt mein Plan und wir haben eigentlich nur noch diesen Part hier, den wir noch nicht erkundet haben, deswegen würde ich sagen, gehen wir da mal hin. So, Jolie ist hier immer noch am Start, der macht einen Scheiß. Hier rechts, links haben wir schon reingeschaut. Zerstörter Druide. What's going on here? Fehlfunktion. Meine primären Motivatoren sind Funktionsuntyp. Fehler. Wiedergabe. Ursache der Fehlfunktion. Wiedergabe. Ich verstehe das nicht. Der Händler hat gesagt, dass es hier unten Ersatzteile gibt. Vielleicht findet Metten mit seinen Sensoren was. Wiedergabe. Wenn er wieder da ist, werden wir... Warte, ich empfange was. Oh, es ist Eli. Gut, vielleicht kann er uns helfen. Wiedergabe. Eli, was zur... Ich hab dir dein Geld gegeben, du hinterhältige Ratte. Wir hatten eine Abmachung. Was ist passiert? Wiedergabe. Ich verstehe das nicht. Der Händler hat gesagt, dass... Achso, dann wiederholt er das einfach. Okay, ja, gut. Gut, dann vielen Dank. Okay, es scheint also hier ein Handgemenge gegeben zu haben. Wollen wir mal weiterschauen. Da ist eine Leiche. Ist das vielleicht... okay, ist nur ein Tag, okay. Ist das vielleicht einer von den Cherka-Leuten? Vielleicht, aber er hat auf jeden Fall nichts dabei gehabt, was wir gebrauchen könnten. Vielleicht weiter tiefer drin. Das ist wieder ein Tag. Die wollen wir ja nicht angreifen. Oh, Tag. Alles in Ordnung bei dir? Ich finde die süß. Okay, dann gucken wir hier nochmal zur Rechten. Tja. Ich bin aber, wenn da rechts nichts ist, dann wäre ich ein bisschen aufgeschmissen, muss ich sagen. Weil ich dann nicht genau wüsste, was wir jetzt machen sollen. Na gut, zur Not gehen wir einfach zu Jolie. Der wird uns ja schon Bescheid stoßen. Ah, okay. Da sind ein paar Katarn. Oder Katarn. Oh, viele Katarn. Was hier? Kümmerst du dich bitte um die anderen? You spin my head right round, right round. Na komm. Ihr könnt nicht gewinnen. Und zack. Und der? Achso, ich dachte, der wäre freundlich, aber nein. Der hat nur kurz gewartet, bis seine Freunde abgeschlachtet werden. Finde ich sehr sympathisch. So, heilen. Ihr habt natürlich nichts fallen gelassen, hätte mich auch gewundert. Keine Jagdtrophäen für uns. So, da ist noch ein Catern. Mehrere Catern. Können wir vielleicht einen so ein bisschen pullen? Wenn wir ein bisschen... Genau so. Dass wir nicht alle auf einmal besiegen müssen. Zack. Ach, Bastia, warum bist du denn immer so aggro drauf? Wenn du einmal Blut geleckt hast, musst du gleich alle killen, ne? So, einen nach dem anderen ausschalten. Na komm. Und zack, einer down. Fehlen nur noch zwei. Das Tier geht's auch noch relativ gut. Und zack. Schön. Heilung, Heilung. Ist immer gut, wenn man zwei Jedis hat. Dann können die immer richtig schön schnell heilen. So. Was war hier? Eine Leiche, genau. Sind das die Codes möglicherweise? Auch nicht. Hab ich... ist nicht die gleiche Leiche. What's that? Ach, schade. Schade, schade. Gehen wir nochmal zu den Druiden. Weil wir haben ja jetzt mittlerweile alles erkundet hier unten. Und reden noch mal kurz mit dem. Der wird wahrscheinlich nur genau das gleiche sagen, was er eben schon gesagt hat, aber ein Versuch ist es wert. Fehlfunktion. Meine Wiedergabe. Wieder.
Okay, dann fragen wir nochmal Jolly. Den sogenannten Jolly. Oder vielleicht sind ja hier rechts die Leute jetzt aufgetaucht. Möglicherweise nein. Hm. Hätte ja sein können, dass es dann getriggert wird, wenn wir mit dem Checker-Menschen sprechen. Dem war aber nicht so. Okay, Julie, sag an. Ich grüße dich. Na, warst du erfolgreich? Hast du getan, worum ich dich gebeten habe? Nein. Ich hätte da ein paar Fragen, auf die ich gerne eine Antwort hätte. Gut, aber fasse dich kurz. Könnt ihr mir mehr über die Wilderer sagen? Sie sind leicht zu finden. Ihr Lager ist im Nordosten. Vertreibe sie, ohne großes Aufsehen zu erregen. Wenn du fertig bist, begleite ich dich durch die Barriere, die dich von den Schattenlanden trennt. Das hast du bereits erwähnt. Das heißt, er kann uns auch nicht wirklich viel weiterhelfen. Dann nichts wie los. Karte. Gehen wir nochmal zu den Shaker Boys. Und, ja, gucken nochmal nach. Hier ist ein, das Geröll haben wir aber geplündert, oder? Ja. Toter Wookie. Den haben wir aber eben nicht gesehen, oder? Sklavenvertrag. Oh, 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 oh. Das ist wahrscheinlich der vermisste Wookie gewesen. Gucken wir uns das mal an. Das da, der Pad. Sklavenvertrag. Wo ist es? Da. Dieses Datapad ist ein Handelsvertrag. Waffen gegen Sklaven. Außerdem wird bereits gelieferter... Was? Ach so, außerdem enthält es eine Liste bereits gelieferter Waren. Es scheint, dass Rohrwar bereits einige Wookies verkauft hat und dies bald wieder beabsichtigt. Das heißt, wir hätten Druckmittel gegen ihn. Du hast in den Schattenlanden die Leiche des vermissten Rohrwar gefunden. Neben der Leiche lag ein Datapad und ein Behälter für Bowcaster-Bolzen. Letzterer gehört vermutlich zu einem Mörder. Okay. Im beschädigten Speicher des defekten Druiden aus den Schattenlanden ist das gewaltsame Ende einer seiner Kameraden gespeichert. Sie wurden in einem Hinterhalt gelockt. Ah, I understand. Dann können wir... das machen wir später, wenn wir wieder oben sind. Sprechen wir mit dem Händler mal. Aber trotzdem, wir haben ja immer noch ein Problem, was wir zu lösen haben. Die Mine war eben schon da. Können wir vielleicht mit den Wachen reden? Maybe. Hallo? Wenn Sie was wollen, reden Sie mit dem Commander. Er ist für unsere Fangquote zuständig. Warum seid ihr hier? Warum ich hier bin? Weil es der Commander befohlen hat. Ist das so schwer zu verstehen? Ich bewache diesen Emitter. Warum haben die in das Teil keinen Automatikblaster eingebaut? Da müsste ich hier nicht rumstehen. Ich möchte dich ein paar Fragen stellen. Ich bin nicht hier, weil ich was weiß. Ich kann mit Blastern umgehen und Emitter bewachen. Das ist alles. Reden Sie mit dem Commander. Das ist ein gefährlicher Ort. Kann ich euch davon überzeugen, dass es besser wäre, wenn ihr von hier verschwindet? Wenn ich den Commander im Stich lasse, bringt er mich wegen Befehlsverweigerung um. Ihr wollt hier weg. Lauft schon. Ja, ich muss weg. Es ist zu gefährlich. What? Ich meine, ich werde es jetzt so lassen, aber das ist doch nicht böse. In welcher Welt ist das denn böse, wenn ich einem sage, dass er hier lieber weggehen soll? Wäre mir alles aufgeräumt. Ah. Oh. Jetzt verstehe ich's. Wenn du den jetzt tötest, dann... Hat aber auch keinen persönlichen Code dabei gehabt. Verdammt! Tag. Checker Schallgerät. Was soll man denn hier machen, Mann? Vielleicht in den Metallkisten. Ja? Bastia, kannst du es vielleicht öffnen? Lasst es mich versuchen. Nein,
unmöglich. Ach. Tech-Drüse. Klar. Auch nicht. Sprechen wir nochmal mit dem Commander. Ihr schon wieder? Naja. Ich möchte euch ein paar Fragen stellen. Wenn ihr es schon so weit... Stimmt hier unten irgendwas nicht? Also von euch mal abgesehen? Außer den vielen Raubtieren, die euch in Sekundenschnelle den Garaus machen können? Dann wäre da nur noch der alte Bindo. Er hat hier irgendwo sein Lager aufgeschlagen. Ich würde ihn aber in Ruhe lassen. Wer freiwillig hier lebt, ist immer ein wenig verrückt. Sonst gibt's hier nicht viel. Im Osten liegt ein Repulsorfeld, sodass hier nicht viel durchkommt. Bindo müssen wir vielleicht finden. Ihr fühlt euch trotz Blaster nicht sicher? Damit kommt ihr nicht weit. Ihr kämpft ja nicht nur gegen die Tiere, sondern auch gegen die Pflanzen. Kessiranken sind hart wie Metall und wachsen schnell nach. Stattdessen ließ das Hauptquartier Repulsorfelder anlegen, um die großen Raubtiere abzuschrecken. Auch fest installierte Geschütze. Wir sind hier erstmal eine Weile sicher. Tja. Nochmal zu den Schattenlanden. Wenn ihr es schon so weit gemacht habt. Ja. Wenn die Schattenlande so gefährlich sind, wie überlebt ihr das dann? Das ist auch nicht so einfach. Wir haben hier eine Reihe von Schallsendern aufgebaut, um die großen Viecher abzuschrecken. Bisher hat's funktioniert. Solange die Sender in Betrieb sind, sind wir einigermaßen sicher. Die erleichtern die Arbeit ungemein. Okay. Nochmal zu den Schattenlanden wieder. Fein. Wache. Ich will den Commander nicht verärgern. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Fragen. Ich bin nicht hier, weil ich was... Ja. Was machen die im Mittag? Sie erzeugen eine Schallbarriere, die alle großen Raubtiere vertreibt. Nur so können wir an diesem schönen... Keine Ahnung, wie das Ding funktioniert. Ihr bleibt also nur wegen der Emitter hier. Habe ich das richtig verstanden? Ja, und? Wenn jemand für sie ausschalten würde, könntet ihr von hier verschwinden. Ich bin nicht gern hier, das stimmt. Vielleicht können sie den Emitter mit diesem Code hier deaktivieren. Wenn genügend Emitter ausfallen, müssen wir hier weg. Aber das wissen sie nicht von mir. Yes! So, dann würde ich mal sagen, gehen wir ans Werk. Meine Herren, das dauert echt lange, ne? So, primäre Funktion. Checker Schutzcode eingeben, Schallfeld deaktivieren. Zugangscode akzeptiert, Schallfeldgenerator ausgeschaltet. Dieser Knoten bleibt bis zur Inbetriebnahme durch Wartungspersonal offline. Okay, das machen wir jetzt mal bei ein paar Stück. I understand. Wir müssen das bei jedem sozusagen machen. Okay. Wache. Was? Ja, reden wir über die Mütter, die ihr bewacht. Was wollen Sie darüber wissen? Das ist einer von 5 Schallemittern, die das Lager sichern. Weiß nicht, ich mag das überhaupt nicht, wenn die so extrem langsam reden, wenn die so, was willst du von mir? Ich weiß ja, es dauert so ewig. Okay, wenn jemand sie ausschalten würde, könntet ihr von hier verschwinden. Ich bin nicht gern. Geilo. Und zack, zack. Reicht das schon? Was? Oh. Lauft! Krasses Vieh. Was war das denn? Okay. Aber soll uns ja nicht stören. Solange es da uns... Maus, nein! Hin und wieder verschwindet die Maus. Da muss ich einmal rausklicken und wieder rein. Solange uns das selbst nicht angreift, ist ja alles in Ordnung, ne? So würde ich das mal sehen. Na gut.
Gehen wir hier weiter. Ich frage mich gerade, ich kann mich da nicht so ganz dran erinnern, ob der Jolie uns dann auch die Ebon Hawk mitfolgt. Das weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. Na gut, Jolie, alles fertig. Ich grüße dich. Na, warst du erfolgreich? Hast du getan, worum ich dich gebeten habe? Ja. Ja, ich fühlte, dass du unterwegs bist. Und du kommst ohne den Duft des Todes. Hast du sie verschont? Interessant. Also, ich habe sie vertont, ich weiß... vertont. Ich habe sie vertont. Nein, ich habe sie verschont. Aber ich weiß nicht, ob das Tier das unbedingt gemacht hat. Genug. Habe ich euren kleinen Test bestanden? Es ist gut, wenn du einen Sinn hinter meiner Bitte gesucht hast. Aber ich denke, eine derart triviale Aufgabe ist keine Herausforderung. Ihr spracht von Barrieren. Ich möchte da an einem Repulsorfeld vorbeikommen. Ja, ja. Hinter dem Lager der Wilderer. Ich habe gesehen, wie sie es installiert haben. Es ist ziemlich effektiv, aber ich weiß, wie man durchkommt. Und auf der anderen Seite findest du vielleicht deinen Wookie. Ich kann nur hoffen, dass er Lust hat, mit dir zu plaudern. Ah, Julie ist der Gruppe beigetreten. Dann hast du das Heust. Bastier muss erstmal zu Hause bleiben und der bleibt wirklich bei uns. Wir haben jetzt offensichtlich den letzten Charakter freigeschaltet. Cool. So, er muss natürlich auch erstmal hochgelevelt werden. Na, supi. Bewusstsein heilen. Dann gehst du mal eher auf Sicherheit. Geht nicht. Dann gehst du auf Computer, okay? Jojo. Kräfte. Machtschild. Ich mach mal so ein Bastia 2.0 draus. Was hat denn so? Nichts Gutes unbedingt. Fähigkeiten. Sparen wir mal den einen. Das dauert jetzt erstmal wieder ein bisschen. Wen das nicht interessiert, der kann wieder vorspulen. Habe ich kein Problem mit. Ich finde das auch nicht so interessant. Machen wir mal das. Annehmen. Levelaufstieg. Fähigkeiten. Sicherheit. Talents. Was ist das? Verbessertes Training. Rettungswürfe. Fast perfekte körperliche Verfassung. Waffenfokus. Lichtschwert. Kräfte. Der Typ ist ja mega scheiße. Oh, zwei gleich. Gut. Computer nochmal. Machtwirbelsturm. Speichern wir wieder den einen Punkt. Rittertapferkeit. Das ist nicht so spannend gerade, tut mir leid, aber es muss ja nun mal sein. Stärke. Sicherheit. Meister, was? Meister Machtfokus und Meister Machtsinne. Oh, geil. Und er ist ein Duellierer, das heißt, er kämpft mit einer Waffe gleichzeitig, ne? Machen wir das. Kräfte heilen auf jeden Fall. Annehmen. Alter! Too many levels! Computer, Kräfte, Schild. Oh, noch eine. Druiden zerstören. So, was hast du so am Stissel? Robe eines Jedi Ritters. Und eines Jedi Meisters. Ist besser. Kriegst du die. Dann kriegst du hier noch einen... Nervenverstärker. Ein Duellierschild und ein Energieschild. Verbesserten Auralverstärker. Energiehandschuhe, Implantat kann er nicht tragen, okay. Dann hätten wir es. Aber, ach, da ist er. Hallo. Ich würde sagen, wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Ich speichere nochmal kurz zwischen. Bis dahin wünsche ich euch noch... Bis dahin wünsche ich euch noch eine wunderschöne Zeit, so heißt das. Vielen Dank fürs Zugucken und wie immer, bye bye. Oh, war der hässlich.